Diesmal geht es bei mir um Fußball, um Frauenfußball. Meine Gesprächspartnerinnen und der Gesprächspartner kommen aus zwei Vereinen. Zum einen ist es Sophie von Urbanowitz. Sie kickt für den SCV Deutenbach, das ist südwestlich von Nürnberg, und die spielen in der Bezirksliga in Mittelfranken. In der Bezirksliga der Damen in Oberfranken spielen die Mädels des FC Eintracht Bayreuth, und sie feiern außerdem in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Verein sind dabei Rosi Borger und Luna Müller und der frühere Trainer Arthur Kolb. Mit den Vieren vergleiche ich den Frauenfußball von 1995 mit dem von heute, vergleiche Frauen- und Herrenfußball und ich spreche über Ultras in der Bezirksliga. Also, das ist spannend. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich heute beim, wie nenne ich das denn, Girls-Fußball-Talk dabei zu sein. Aufhänger ist das 25-jährige Bestehen einer Frauenfußballabteilung eines Bayreuther Fußballvereins. Es gibt doch ein paar, die schauen wir vielleicht außerhalb Bayreuths zu. Es geht um Eintracht Bayreuth in dem Zusammenhang. Die hatten ihre Gründung 1995. Darüber werden wir sprechen. Und dann habe ich noch eine zweite Teilnehmerin, die kommt oder die arbeitet mit mir beim 1. FC Nürnberg. Da kenne ich sie und deswegen weiß ich, sie spielt Fußball. Das ist Sophie von Urbanowitz. Sie spielt beim, muss ich nachschauen, SCV Deutenbach 1961 e.V., reden wir gleich noch drüber, Bezirksliga. Und eben von Eintracht Bayreuth begrüße ich Rosi Borger und Luna Müller. Und ihr spielt auch Bezirksliga. Also es ist eigentlich dieselbe Liga, nur anderer Spielkreis. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir das vergleichen kann. Sophie, du wirst es mir verzeihen, wenn ich mit den beiden Eintracht-Mädels anfange, wenn es in so ein Jahr mit Corona reinfällt. Da war halt mit Feiern, mit richtigen Feiern jetzt irgendwie seit März nicht viel. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, leider hat uns Corona heuer schon einiges vermiest und einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, es ist uns schon viel ausgefallen. Wir werden das sicher bei gegebenem Anlass nachholen, weil die Eintracht ist schon ein feierwürdiger Verein, den machen wir schon gerne. Ja. Jung, alt, Männlein und Weiblein, alle immer zusammen. Schade, dass natürlich so ein Jubiläum ins Wasser fällt, aber ja, wir werden es auf jeden Fall nachholen. Also ihr seid in ganz prominenter Umgebung mit Ausfällen, das Oktoberfest fällt aus, Kieler Woche fällt aus und andere große Feste, also da macht es vielleicht die Sachen ein bisschen leichter. Was hattet ihr denn oder was wäre denn die größte Feierlichkeit gewesen bei euch im Jahresverlauf, die eben flach gefallen ist? Ich meine, hätte sich auch viele kleine Zusammenkünfte gegeben, aber was war so die größte, die ihr geplant hattet, Rosi? Also sicherlich das Jubiläum war eine große Feier, und was natürlich für uns im Verein immer ganz, ganz wichtig ist, das ist unser jährliche Kerber, die findet immer im letzten Juli, am letzten Juli-Wochenende statt. Das ist halt auch unsere Haupteinnahmequelle für den Verein, wo wir uns natürlich gutes Geld verdienen können. Und das tut uns natürlich schon besonders weh, dass das alles ausgefallen ist. Wir nehmen auch seit 4 Jahren regelmäßig am Frühlingsfest teil. Wir würden da immer mal die Hütte. Kanzfeuer ist ausgefallen. Wir haben jetzt auch immer ein Oktoberfest stattfinden lassen. Das wird ja auch ausfallen. Also wir haben ganz, ganz viele tolle Feste hier im Verein, die heuer leider alle ausfallen müssen. Und natürlich fehlt uns auch das Geld in der Kasse, ne? Das ist natürlich ganz, ganz schade, weil die laufenden Kosten bleiben ja trotzdem bestehen. Mhm. Aber ich weiß, es geht nicht bloß dem FC Eintracht Bayreuth so, das geht allen Vereinen so. Und das tut uns natürlich schon sehr, sehr weh. Aber wir sind ja kreativ und haben uns auch wegen was einfallen lassen. Mhm. Wir hatten jetzt schon 2-mal am Abend unseren Biergarten vorm Sportheim geöffnet. Mhm. Natürlich unter den Hygienevorschriften mit Mundschutz und so weiter. Ist natürlich für die Helfer ein ziemlicher Akt. Aber dass halt einmal wieder ein bisschen Geld auch reinfließt und dass sich auch die Eintracht-Mitglieder mal wieder treffen können. Also wir bleiben am Ball. Man kommt an diesem Corona-Thema einfach nicht vorbei. Sophie, das wird bei euch ähnlich sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ein Vereinsjubiläum irgendwie hattet in irgendeiner Abteilung, aber ich schätze, bei euch ist auch viel ausgefallen im Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen und natürlich klar auch die Spielzeiten der verschiedenen Teams und auch deines Teams.
Ja, richtig. Also an Corona, wie gesagt, kommt keiner vorbei. Da mussten wir jetzt schon einiges hinnehmen und schlucken. Wir haben natürlich auch, also was den Spielbetrieb anbelangt, hatten wir ganz andere Pläne, auch zwecks Vorbereitung und so weiter. Jetzt konnte man sich ja einigermaßen glücklich schätzen, dass es doch irgendwie wieder losgehen konnte. Aber es ist natürlich auch nicht das Gleiche. Also jeder hat natürlich seine Hygieneregeln. Jeder Verein hat da wirklich einen riesen Aufwand, den er da betreiben muss. Und da musste man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, ja. Könnt ihr denn schon wieder trainieren in Deutenbach? Ist das möglich? Trainieren, ja. Also wir trainieren wieder unter eben diesen ganzen Regeln. Der BFV hat ja auch wieder Testspiele erlaubt. Also das ist möglich. Das haben wir auch gemacht. Ja, inwieweit dann sich das weiterentwickeln wird oder was dann wieder möglich sein wird, muss man halt immer abwarten und sich anpassen. Kommen wir mal zu Luna. Luna, ich habe auch bei euch nochmal auf die Webseite geguckt. Ihr seid, glaube ich, auch wieder seit Ende Juni oder Anfang Juli, dürft ihr schon wieder ein bisschen trainieren. Ist das richtig? Ja, tatsächlich. Und es ist auch mal wieder schön zu trainieren und die Mannschaft wiederzusehen. Das war ja davor überhaupt nicht möglich. Das sagen mir ganz viele Sportler, dass das neben dem Sport auch wichtig ist, dieses Socializing. Bleibe ich bei Luna, die Mannschaft zu treffen, das Team zu sprechen. Wie geht's dem einen, wie geht's der anderen in eurem Fall? Wie wichtig ist das für dich, Luna? Super wichtig, weil ich auch Kapitän mit bin und mir ist das Mannschaftsgefüge schon sehr, sehr wichtig. Also ich möchte auch immer mit jedem connected sein und mit jedem Kontakt haben und wissen, wie es dem geht, was bei dem so los ist. Das fehlt halt, ne? Das ist komplett weggefallen, leider. Wie habt ihr das zumindest ansatzweise in diesen Shutdown-Lockdown-Monaten gemacht? Habt ihr auch so wie wir jetzt gerade mit Zoom? Aber das ersetzt natürlich irgendwie den normalen Spiel- und Trainingsbetrieb nicht, auch wenn man vielleicht irgendwie mal Stabi-Übungen oder Yoga gemeinsam über Zoom machen kann. Ja, also wir haben dann irgendwann angefangen, wirklich die Team-Calls über Zoom zu machen und haben uns dann auch über Zoom mit Stabi-Übungen über Wasser gehalten, jeden Montag. Es ging eine Zeit lang, aber irgendwann hat man sich auch gefreut, mal wieder auf dem grünen Gras zu sein, ja. Jetzt komme ich nochmal zu Rosi, möchte mal auf dieses 25-jährige Bestehen kommen. Du bist jetzt nicht ganz seit Anfang an dabei. Du warst vorher bei einem anderen Club, Heufeld, glaube ich, auch in der Nähe von Bayreuth, aber hast schon ziemlich viel mitgekriegt in der Entwicklung bei Eintracht, würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben, seitdem du dabei bist? Wie gesagt, nicht ganz 25 Jahre, aber hast ja auch ein paar Erzählungen mitgekriegt, dann, was in den paar Jahren davor war, bevor du eingestiegen bist. Ja, also ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, ich war ja vorher in Hollfeld. Da mussten wir uns leider auflösen und ich wollte aber das Fußballspielen nicht aufhören. Dann kam ich zur Eintracht und als ich beim ersten Training teilgenommen habe, dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wo bist du bloß hinkommen? Also das war für mich ganz ungewohnt. Ich war es von Hollfeld gewohnt. Wir haben uns nachher zusammengesetzt, wir haben was getrunken, wir haben privat auch was unternommen. Bei der Eintracht war es dann so, fast jetzt so wie in Corona-Zeiten. Die Mädels sind gekommen, die waren schon umgezogen, die haben ihre Fußballschuhe in einer Plastiktüte gehabt, die haben sie am Fußballrand angezogen, wir haben trainiert und die sind dann danach wieder abgehauen. Ich war dann meistens noch mit der Alex, die ja eigentlich auch hier sein sollte, die Gründungsmitglied ist. Wir zwei waren eigentlich immer die Einzigen, die unten in der Dusche waren. Und ich habe dann aber, wie ich da war, bei der Eintracht angefangen, mich nach dem Training mit hinzusetzen, was zu trinken und haben natürlich sofort Kontakt hier bei der Eintracht geschlossen mit den Herren, mit den Vorständen, also halt alle, die da hier bei der Eintracht verkehrt sind. Und so ist es auch ein wenig ins Rollen gekommen, dass die Damenmannschaft dann auch ein wenig mehr ins Vereinsleben mit integriert worden ist, weil die dann auch erst einmal gemerkt haben, halt, da gibt es ja überhaupt eine Damenmannschaft. Das hat auch der damalige Vorstand zu mir gesagt. Seit du hier im Verein bist, merken wir ja erst einmal, dass wir eigentlich eine Damenmannschaft haben. Ja, und so ist es halt von Jahr zu Jahr eigentlich gewachsen. Wir haben uns dann auch im Vereinsleben mit eingebracht, zum Helfen, zum Organisieren. Wir haben dann gespielt und dann sind halt auch immer mehr vom Verein aufmerksam geworden. Dann hat auch der eine oder andere mal zugeschaut. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich enorm entwickelt. Und ganz toll muss ich sagen, wie es jetzt momentan abläuft, weil die Mädels und sich mit den Jungs von der Herrenmannschaft super toll verstehen. Die machen auch privat mal was. Und wenn wir hier Feiern haben auf dem Vereinsgelände,
Das ist egal, die feiern alle miteinander und das ist eine super, super tolle Stimmung. Und momentan haben wir auch wirklich ganz, ganz viele Zuschauer. Also es hat sich wirklich super doll entwickelt. Lässt sich das in Zahlen auch ausdrücken, eben als du kamst, wie viele Spielerinnen da waren und wie viele sind es jetzt? Wir waren auch ungefähr 15, 16 Mädels zum damaligen Zeitpunkt. Heute, weiß ich nicht, seid ihr vielleicht ein paar mehr? 21er Kader haben wir momentan. 21, okay, sind sie ein paar mehr. Aber ja, wir haben auch gern Fußball gespielt. Vom Team her war es eigentlich auch optimal. Aber das Außenrum hat sich viel besser entwickelt. Mhm. Wir hatten ja damals kaum einen Zuschauer. Da war der Trainer dabei, da war vielleicht einmal ein Mann oder ein Freund von einer Spielerin dabei. Und das war's dann eigentlich. Aber jetzt, wenn die Mädels spielen, da sind schon ordentlich 50 Zuschauer da. Dabei. Ja, doch, das muss man schon sagen. Das hört sich gut an. Kommen wir nochmal zu Sophie. Hast du, sagen wir mal, so ein in der Luft hängen, wie es Rosi schildert, von vor 20, 25 Jahren bei euch auch mal mitgekriegt? Oder war der Frauenfußball da schon ganz anders, Sophie, bei euch im Club integriert, als du dazu gekommen bist? Insofern einfach, um mal zu vergleichen, wie waren die Zeiten damals und wie sind sie jetzt? 2004 angefangen mit Fußball, auch direkt beim SCV Deutenbach. Mhm. Und da weiß ich ziemlich sicher, dass wir, also ich glaube, ich war in der U11 direkt, wirklich jede Mädchenmannschaft bis zur Damenmannschaft hatten und bei der Damenmannschaft auch mindestens eben zwei Teams eigentlich stellen konnten. Und das ist jetzt heute ganz anders. Also wir haben jetzt aktuell eine U15-Mädchenmannschaft und eine U17-Mannschaft und auch nur noch eine einzige Damenmannschaft. Das heißt, das ist ein ziemlich großer Unterschied zu damals. Mhm. Wie jetzt das integriert war mit den Herrenmannschaften, kann ich damals gar nicht so sehr sagen. Da habe ich jetzt nicht so die Kenntnis drüber, aber jetzt heutzutage könnte ich mich auf jeden Fall auch der Rosi anschließen. Mhm. Also es ist bei uns ähnlich. Es kommt immer auf Einzelpersonen an, die sich bemühen, die da echt dahinter stehen und auch versuchen, irgendwie die zwei Lager zusammenzubringen, sage ich mal. Mhm. Aber wenn es dann so ist, wenn es was zu feiern gibt oder man sich gegenseitig unterstützen muss, dann klappt es immer und da ja, helfen auch immer alle zusammen. Das ist wirklich super. Also mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, aber bei euch auch so eins geworden im Laufe der Jahre, Frauen und Herren, das ist jetzt eigentlich, sind keine unterschiedlichen Paar Schuhe mehr im Vereinsleben insgesamt. Ja, mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Also nicht ganz hundertprozentig, aber wenn man sich jetzt für eine Richtung entscheiden müsste, dann würde ich mit damit gehen, ja. Kommen wir mal zu Luna wieder und auf die Liga, auf die oder in der ihr spielt, das ist die Bezirksliga. Das, müsste eigentlich dieselbe Liga sein, auch bei Sophie. Wer spielt bei euch, Luna, in der Liga mit? Wohin müsst ihr denn fahren? Wie läuft so die Liga bei euch ab? Im Moment ist sie unterbrochen, konnte nicht zu Ende gespielt werden. Ihr wart, glaube ich, Zweite, wenn ich es richtig gesehen habe, in der Tabelle. Also sportlich lief es ganz gut. Wie ist sie aufgebaut, eure Liga? Wer sind eure Gegnerinnen? Also eigentlich haben wir von schwach bis stark die Gegner in der Liga. Wir sind ganz oben mit dabei. Ich würde uns schon ziemlich stark einstufen. Aber man hat halt seine Favoriten, wo man weiß, die Spiele werden ernst und da braucht man vollen Kader beim Spieltag. Das ist so Oberkotzau. Mhm. Aber seit der Jugend ist es schon so, dass Oberkotzau immer mit der starken Gegner ist. Und da muss man wirklich fit im Kopf sein, da muss man fit auf den Füßen sein. Und da muss man wirklich einfach von 0 bis 100 dabei sein. Sonst funktioniert dieser Tag überhaupt nicht. Mhm. Dann hat man noch Weißenstadt. Die sind auch ganz oben mit dabei und auch sehr stark. Aber sonst würde ich fast sagen, dass wir eigentlich keinen Gegner haben, der gefährlich werden könnte für uns. Also eigentlich ist der deutliche Aufstieg schon auf der Hand. Wir versuchen das Beste. Und Oberkotzau liegt in der Nähe von Hof, also Auswärtsfahrt um die 50 Kilometer. Weißenstadt gehört dann auch zu den weiteren Fahrten. Genau. Die anderen liegen eher so im Umkreis von Bayreuth. Wie ist? Genau, 20 Minuten. Genau, das geht eigentlich. Also wir haben nicht so die weiten Auswärtsfahrten, aber Oberkotzau, Weißenstadt, das sind schon die Gegner, die brenzlig sind. Sophie, wie ist es bei euch? Wer sind eure Gegner dann im Spielkreis Nürnberg-Frankenhöhe? Was sind eure weitesten Fahrten? Also so in Stunden, also wir haben mal bis zu einer Stunde eine Auswärtsfahrt, das ist dann schon wirklich weiter. Ansonsten haben wir aber auch viele im Raum, wo es sich auch so um 20 Minuten dreht. Ansonsten ist die Lage bei uns genau umgekehrt, quasi weiter von hinten und kämpfen da so gerade ein bisschen oder unser Kampf wurde unterbrochen ja jetzt. Wir waren in letzter Zeit eher so ein bisschen die Fahrstuhlmannschaft und sind letzte Saison eben wieder aufgestiegen in die Bezirksliga
Und ja, bei uns ist es eigentlich genau andersrum. Also wir haben eben meistens mit den Gegnern irgendwie ja, eine Herausforderung, wobei man aber auch einfach nicht wirklich sagen kann, dass es mit den Tabellenplätzen zusammenhängt. Also klar sind die in der Spitze meistens logischerweise die stärksten, aber teilweise spielt man dann eben gegen Tabellendritten unentschieden und verliert gegen ja, einen aus dem Keller. Das ist auch oft so. Wir haben natürlich dann auch unser Derby quasi direkt. Deutenbach-Zirndorf ist zum Beispiel sehr nah dran. Oder auch mit Buch, mit denen sind wir aufgestiegen letzte Saison. Da wird es dann auch immer spannend, wie es ausgeht. Aber genau, das ist jetzt so der Stand. Das wurde jetzt leider unterbrochen. Ist das, es gab ja in vielen Bereichen eine sozusagen eine Nicht-Abstiegsregelung, dass Abstiege exkludiert, ausgeschlossen wurden. Ist das bei euch auch so, dass quasi ja, Aufstieg schon passieren kann, je nachdem, wie Ligen fortgeführt werden, aber der Abstieg sozusagen ja, abgeschafft ist für diese Saison? Nicht, dass ich wüsste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei vielen Regelungen nicht mehr ganz durchgestiegen bin, weil sich ja doch immer vieles geändert hat. Aber das wäre mir jetzt neu. Ja, hi. Gesell mich mal dazu. Um einen Gast dazu bekommen, sage ich gleich. Ich hatte nur noch eine Frage an die Sophie. Ich glaube, das ging jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich meinte, Luna beschrieb die Oberfränkische Bezirksliga als relativ weit auseinander vom Leistungsstand, dass die oberen Teams sehr stark sind, die unteren dann schwächer. Sophie, ist es, bei euch ist die Liga etwas dichter, habe ich richtig verstanden, ja? Also generell ist es natürlich schon so, wir haben zum Beispiel mit Lonnerstadt als Tabellenführer eine unfassbar starke Mannschaft. Mhm. Und da sind natürlich dann die Leistungsunterschiede schon deutlich erkennbar. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch oft im Amateurfußball der Fall, dass du nicht sagen kannst, nur weil du jetzt halt eben, ich weiß nicht, einen Gegner hast, der irgendwie gerade im Keller hausiert oder direkt an der Spitze dabei ist, dass das Ergebnis dann schon feststeht. Also das beobachte ich einfach schon, seitdem ich Fußball spiele. Und das ist gerade auch bei uns im Verein eigentlich immer mal wieder eine Überraschungskiste. Ja. Jetzt kommen wir zur Eintracht und jetzt stelle ich auch den vierten Gast vor, einen Mann, den wir in die Frauenrunde reinlassen. Das ist Arthur Kolb, der hat schon, muss ich erzählen, er hat schon den Sportpreis der Stadt Bayreuth gekriegt, weil er so große Verdienste hat den Bayreuther Sport. Und unter anderem sind es Aufstiege mit der Damenmannschaft von Eintracht Bayreuth. Wenn ich mal Bamberg sage, kommt mal vor, ja, das mache ich nicht absichtlich, ist mir, glaube ich, auch gerade wieder rausgerutscht. Auf jeden Fall hat der Arthur Kolb Aufstiege geschafft mit der Damenmannschaft 2, glaube ich, waren sie hintereinander. Arthur, erstmal hallo an dich. Und kamen diese Aufstiege hintereinander oder war da noch ein Jährchen dazwischen? Das war das erste Jahr, als ich die Mannschaft übernommen hatte, quasi sind wir aufgestiegen in die Bezirksliga. Und sind wir auch gleich wieder abgestiegen, nach dem zweiten Jahr. Und dann sind wir wieder aufgestiegen, wir sind zweimal über die Relegation aufgestiegen und einmal als Meister aufgestiegen dann. Mhm. Das waren insgesamt 3 Aufstiege. Ja, waren sozusagen erst einmal Fahrstuhlmannschaft, ne? Du hast auch Herren trainiert oder trainierst aktuell und kannst uns sicher sagen, was ist der Unterschied, wenn man eine Frauenmannschaft betreut und eine Herrenmannschaft? Was sind die Unterschiede? Ja, der Unterschied liegt, wenn man jetzt mal rein aufs Sportliche geht, im physischen Bereich. Ja? Und wenn man dann mal ja, so ein bisschen mentale und Charaktereigenschaften, sage ich mal, wie Damen mit Problemen umgehen innerhalb der Mannschaft oder auch teilweise die mit sich selber verarbeiten. Ja? Mhm. Da ist schon ein Unterschied zu den Herren, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Mhm. Damen, also Frauenfußball, die behandeln die Probleme innerhalb der Mannschaft ein bisschen anders da als Herren. Mhm. In der Regel sind die Herren da mehr impulsiver, mehr offener in der Ansprache. Ja? Und bei den Damen, wie gesagt, wird sehr sachlich darüber diskutiert zum Teil. Mhm. Aber zum Teil, ja, es ist ein bisschen mehr Emotion vielleicht manchmal auch dabei. Ja? In eine andere Richtung, wie es bei den Herren umschlägt. Ne? Mhm. Bei den Herren schlägt es halt oft mal so ein bisschen dann in die Impulsivität über. Ne? Ja. Also es ist von dem Punkt her anders arbeiten. Sonst vom technischen her, vom taktischen her, finde ich da überhaupt keinen Unterschied. Ja? Mhm. Man sollte nie einen Frauenfußball mit einem Herrenfußball vergleichen. Mhm. Weil das wäre keinem gegenüber gerecht, sage ich mal. Ja? Frauen können technisch wie taktisch genauso Fußball spielen wie Herren. Mhm. Das ist einfach so. Und vom physischen her sind andere Voraussetzungen da. Das muss man so sehen, wie es ist. Ja? Arbeitest du anders mit Frauen selbst? Ich glaube, dass ich nicht viel anders mit den Frauen gearbeitet habe. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir eigentlich eine gute Kameradschaft hatten. Mhm. Dass wir auch ehrlich miteinander umgegangen sind. Das war eigentlich immer gegeben. Mhm.
Und von daher, anders als bei den Herren, arbeite ich vom Ansatz her nicht. Mhm. Ja? Es schlägt sich in anderen Sachen nieder, der Handfußball. Mhm. Ne? Wie gesagt, in der Dynamik und in der Physis ganz einfach. Ne? Sophie, wie ist es bei euch? Deine Trainer, Trainerinnen? Also meine allererste Trainerin, wo ich angefangen habe, war eben eine Trainerin. Tatsächlich waren alle anderen immer Männer. Mhm. Also ich hatte komplett durchgehend dann Trainer, ja. Mhm. Mich persönlich, also mich hat es auch nie gestört. Also es war komplett egal, ob das jetzt eigentlich eine Trainerin oder ein Trainer ist. Mhm. Ich glaube, was auch einfach im Amateur-Frauenfußball gang und gäbe ist, ist, dass man oftmals auf der Suche nach einem guten Trainer ist. Also wirklich einen guten Trainer zu finden, der sich die Zeit nimmt, der da wirklich leidenschaftlich dabei ist, ist nicht leicht. Und deswegen musste man vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen schlucken mit dem einen oder anderen, der da vorgesetzt wurde, ja. Wie siehst du persönlich das darüber sprechen, was wir auch wieder tun, mit den Unterschieden zwischen Frauen- und Männerfußball? Findest du das okay? Ist das normal? Oder sagst du, wenn irgendwo wirklich Gleichberechtigung da wäre, würden wir über diese Unterschiede nicht mehr reden? Wie denkst du darüber? Ich kann mich dem, was eben gesagt wurde, wirklich zu 100% anschließen. Mhm. Es ist quasi immer, es wird immer ein Vergleich gezogen, wo man gar nicht vergleichen kann. Mhm. Also wie gesagt, es sind eben diese physischen Unterschiede, die einfach da sind. Aber trotzdem, für mich persönlich sind das ja wie eigentlich zwei verschiedene Sportarten, weil man es einfach nicht direkt vergleichen kann. Und ich finde eben, diese ganze Diskussion um die Gleichberechtigung und so weiter, da geht es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie feministisch ist und den Frauenfußball so arg pushen will. Es geht einfach nur um den Respekt für die Sportart. Also das sind einfach eben Frauen, die super Fußball spielen können, die Lust auf Fußball spielen haben. Und dann sollte man das auch respektieren, auch wenn man das vielleicht nicht verstehen kann oder das vielleicht nicht mag und auch langweilig findet. Das ist ja dann okay, aber deswegen ja, verstehe ich dann eben die Diskussion nicht, wenn sie ausfällig wird oder wenn eben Beleidigungen aufkommen. Das ist eben der Punkt, den ich so vertrete. Ansonsten sehe ich da kein großes Problem mit. Ja, also ich würde mich da vollkommen anschließen. Unterstütze ich dich auch voll dabei bei dem, was du sagst. Luna, wie ist es bei dir? Spürst du diesen Respekt, wenn du mit anderen Menschen beider Geschlechter über deine Sportart redest, über Fußball redest? Spürst du diesen Respekt, den dir hoffentlich die anderen entgegenbringen, Luna? Ja, man wird immer trotzdem beschmunzelt, wenn man sagt, man spielt Fußball und ist eine Frau. Dann lachen sie erstmal und dann ist die Liga entscheidend manchmal in Gesprächen. Aber eigentlich ist es mittlerweile nicht mehr so deutlich zu spüren. Man redet halt anders drüber, aber man hört dann auch einfach von vielen, dass sie halt Fußball, die Frauen spielen, nicht so sehr mögen. Mhm. Aber da schließe ich mich auch generell immer aus, weil es von jedem die eigene Meinung und ich spiele es halt trotzdem leidenschaftlich gern. Rosi, hat sich da ein bisschen was getan zum Guten aus deiner Sicht? War das früher noch ärger, dieses Schmunzeln, das Luna anspricht? Oder kannst du keine Unterschiede feststellen zwischen Mitte der 90er und jetzt? Doch, merkt man schon Unterschiede. Also ich war es früher, wie ich angefangen habe oder so die ersten Jahre, ist es schon noch mehr belächelt worden und eigentlich gar nicht so gern gesehen gewesen. Und es hat sich schon sehr, sehr zum Positiven entwickelt, dass das Ganze jetzt hingenommen wird und akzeptiert wird und respektiert wird. Ich meine, es ist halt immer so, in jedem Verein wird es wahrscheinlich so sein, die Herrenmannschaft ist an erster Stelle. Es ist hier bei der Eintracht auch so. Aber die Damenmannschaft wird trotzdem gut angenommen. Wie gesagt, es kommen auch viele Zuschauer und es hat sich schon im Laufe der Jahre sehr, sehr positiv entwickelt. Jetzt habt ihr bei Eintracht was ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber wenn nicht einzigartig, dann ist es sehr, sehr selten. Ihr habt Ultras für die Frauenmannschaft, wie ging sich das aus? Also Luna kann uns gleich erzählen, was die so während eurer Spiele so anstellen und vielleicht kann uns Arthur oder Rosi kurz sagen, wie die entstanden sind, ja, diese Ultras. Also ich habe ja da schon mal einen Bericht vorgelegt, ich weiß nicht, ob man das dann einmal ein wenig sehen kann, schau mal. Ja, das ist, also man kann schon was lesen, wenn man genau hinschaut. Ja, entstanden ist das Ganze eigentlich dadurch, weil halt einige Jungs aus der Herrenmannschaft und auch Anhänger von der Herrenmannschaft, also Freunde und Bekannte und Kumpels halt von den Spielern,
die haben sich halt zusammengeschlossen und haben eh immer die Damenmannschaft begleitet, auch zu Auswärtsspielen. Und die wollten halt ein wenig auf sich aufmerksam machen und haben halt dann immer ein wenig Rambazamba am Spielfeld dran gemacht. Und dann sind sie halt so auf die Idee gekommen, dann können wir doch gleich die Ultras machen von der Damenmannschaft. Ja, und dann haben die sich halt getroffen und ich war da auch dabei, wir haben uns da zusammengesetzt. Und so ist das Ganze halt entstanden. Und ja, das sind so knapp 30 Mann oder auch ein paar Frauen dabei, große Gruppe. Und da wird sich schon, ja, die lassen sich was einfallen und da ist schon echt ein richtiger Lärm dann am Spielfeldrand. Ja, aber Luca, da kann ich noch was dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, haben die ja auch richtige, wie man es kennt aus den Fußballstadien, wenn Zuschauer rein dürfen, Schlachtgesänge, haben die das auch? Ja. Ja, also das beste Beispiel ist, glaube ich, das Auswärtsspiel in Kulmain. Mhm. Da waren auch einige da und dann hatten wir auf einmal Heimspiel, so laut waren die Jungs am Spielfeldrand. Mit Trommeln und Gesängen und alles, was geht, ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du da auf dem Platz stehst und weißt, da draußen steht eine Gruppe, die ist nur für dich da. Das ist auf jeden Fall super gut. Mhm. Sophie, habt ihr das auch? Habt ihr auch so eine kleine Gruppe, ob die sich jetzt Ultras nennen oder anders, die euch besonders nochmal unterstützen, die wirklich bei jedem Spiel dabei sind? Nee, also absolut nicht. bei uns ist es wirklich so, dass wir uns über jeden Zuschauer freuen, der kommt. Meistens sind es tatsächlich immer wieder die gleichen und immer wieder dieselben, ich sag mal in Anführungszeichen, Fans, die uns unterstützen. Aber sowas ist bei uns nicht der Fall, nee. Wünschst du dir das? Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt ganz cool ist und auch gerade bei wichtigen Spielen, ja, das wäre bestimmt ganz nett. Aber ich habe es bis dato auch nicht vermisst, muss ich sagen, weil ist eigentlich eh klar ist, dass wir eben einfach ja, aus Spaß spielen und wir als Mannschaft sowieso uns irgendwie als Freunde treffen und sehen. Und dann freut man sich über Leute, die zuschauen und uns anfeuern. Aber man ist es auch gewohnt, dass es nicht allzu viele sind. Da du beim Club arbeitest, kannst du das vielleicht ein bisschen vergleichen, also nicht den Club mit Deutenbach oder Eintracht Bayreuth, sondern vielleicht mit den, sag mal, den Spitzenclubs im Frauenfußball in Deutschland. Gut, da ist Bayern München zum Beispiel dabei, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt, aber auch andere. Wie siehst du die Professionalisierung im Frauenfußball, sag mal, auch in der ersten, zweiten Liga in dem Bereich? Ich meine, es ist zu den Herren noch immer kein Vergleich sicher. Aber siehst du da eine gute Entwicklung, gerade jetzt meiner Meinung nach im letzten Jahr wurde da auch nochmal ordentlich Gas gegeben, auch in der Medienpräsenz? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung, würde ich behaupten, schreitet auf jeden Fall voran. Gerade so, wenn man sich für Frauenfußball interessiert, dann hat man es ja schon eher mitbekommen. Aber was du auch ansprichst, so diese mediale Aufmerksamkeit, also gerade beim 1. FC Nürnberg arbeite ich ja auch in CSR und Unternehmenskommunikation. Mhm. Und da bekommt man eben schon mit, wie die Profi-Männervereine ja aufgestellt sind und was da eben für eine Aufmerksamkeit einfach ist. Mhm. Und da würde ich behaupten, ist es jetzt bei den Profis der Frauen, wird es auch immer mehr. Also ja, vor allem natürlich die Nationalmannschaft und die erfolgreichen Vereine, würde ich mal sagen. Aber generell liegt da jetzt der Fokus mehr und mehr drauf und man bemüht sich auch mehr und mehr. Und ich glaube zwar, dass dieser Hype von fußballspielenden Mädels oder selber am Ball zu sein auf jeden Fall zurückgegangen ist und auch wahrscheinlich immer noch zurückgeht, aber so die mediale Aufmerksamkeit, einfach Frauenfußball als Fan zuzusehen, wächst. Und ich finde, es wäre auch auf jeden Fall wünschenswert, wenn im Frauenfußball auch immer mehr so eine Fankultur entstehen würde. Was wäre denn zum Beispiel, wenn eure Mädels dauerhaft den Jungs in der Tabelle sportlich immer wieder den Rang ablaufen und mal aufsteigen und so weiter? Inwieweit würde sich das bei euch manifestieren? Wir haben vorhin mal gesagt, ja, die Herren sind ja irgendwie immer trotzdem die Nummer eins. Aber wenn das sportlich sich dreht, wenn die Damen auf Dauer erfolgreicher sind, dann können die ja auch mal das Zugpferd sein. Wie siehst du das, Arthur? Ich glaube, damit haben wir kein Problem. Das ist mal das Erste. Aber wie gesagt, ich will auch das nicht vergleichen, weil die Infrastruktur des Frauenfußballs halt so gegeben ist, dass es wenige Mannschaften gibt auf einer bestimmten Fläche und dadurch ich natürlich gleich Bezirksliga, Bezirksoberliga oder landesweit spielen muss. Ne? Das muss man berücksichtigen. Und wenn wir jetzt mit den Herren aktuell spielen mit der Kreisliga und wollen vielleicht mal in die Bezirksliga, das ist schon schwieriger, ja, dahin zu kommen.
weil es doch viel, viel mehr Mannschaften sind. Ne? Mhm. Ja, das ist immer das Erste. Mhm. Aber wir hätten da sicherlich kein Problem. Mhm. Das war das Erste, was wir damals gemacht haben. Ich habe die Frauenmannschaft übernommen. Das ist schon viele Jahre jetzt her. Mhm. Da waren sie 10 Jahre alt, also 10 Jahre im Verein. Mhm. Und da war es eigentlich eine Abteilung für sich. Mhm. Das Erste, was wir eigentlich damals gemacht haben, mhm. wir haben die Frauenabteilung mit angebunden an den Verein. Mhm. Und dann kam das Ganze so zustande, wie es sich die letzten 15 Jahre jetzt entwickelt hat. Ne? Dass wir eigentlich das alles miteinander gegangen sind. Wir haben miteinander trainiert, dieselben Trainingstage, im Winter dieselben Trainingsplätze, wir haben uns die Plätze geteilt. Also es hatte jeder das gleiche Recht. Ja? Und so verfahren wir auch bis zum heutigen Tag. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Und ich glaube, es muss keiner dem anderen was neiden. Das wäre ein kompletter falscher Weg. Mhm. Ja? Denn das ist ein Verein. Es sind verschiedene Sparten, ja, das muss man mal so sehen. Und uns freut es, wenn jede Sparte erfolgreich Fußball spielt, ne, und Spaß dran hat. Ja. Und ich würde das, also ich würde es nicht akzeptieren, wenn der andere Sparte der anderen da irgendwie Konkurrenz machen würde, innerhalb des Vereins. Das gibt es nicht. Ne. Das muss man nicht haben. Guter Ansatz. Ihr kennt alle, das frage ich jetzt zum Ende, diesen Satz wahrscheinlich: ohne Masse keine Klasse. Ja? Das meine ich jetzt gar nicht mal bis zur Nationalmannschaft drauf, sondern auch generell, wenn ich keinen Nachwuchs habe in unteren Altersklassen, dann habe ich auch keine erste Damenmannschaft. Arthur, Rosi, Luna und am Ende Sophie, was macht ihr für euch privat auch und in eurem Vereinsumfeld, um junge Mädels zum Fußball zu bringen? Arthur, fang du mal an und dann machen wir die Reihe durch. Ja, was bei uns momentan der Frauentrainer macht, der aktuelle Thomas Kühn, sobald Wiener kickt, ist am Laufen. Ist jetzt ein bisschen unterbrochen worden seit Corona, ganz klar. Wir liebäugeln damit, wenn wir infrastrukturell jetzt noch einige Voraussetzungen schaffen. Die müssen wir schaffen, ganz einfach. Wir haben das Trainingsgelände nicht adäquat. Wir haben Jugendmannschaft noch am Laufen bei den Herren. Aber wir wollen sicherlich mal eine Mädchenmannschaft aufbauen. Mhm. Das ist Ziel. Vielleicht auch mal eine zweite Frauenmannschaft aufzubauen. Ja. Das ist so, sagen wir, das, was wir uns vorgenommen haben für die nächste Zeit im sportlichen Bereich, was den Frauenfußball betrifft. Ja, da wird sicherlich daran gearbeitet. Erstmal müssen wir infrastrukturell die Voraussetzungen schaffen, dass wir Trainingsgelände adäquat dafür zur Verfügung stehen haben. Und dann werden wir den Schritt auch gehen, bin ich überzeugt davon. Rosi, was machst du? Sicherlich unterstützt du Arthur dabei im Verein und vielleicht privat. Was machst du privat, wenn du andere Mädels triffst? Wie bringst du die zum Fußball? Ja, da war ich noch nie scheu und ich spreche die natürlich selbstverständlich an. Und egal, was bei uns hier im Verein passiert, das erste Plakat hängt natürlich an der Glastür im Therapieloft. Ist ja logisch, ne? Da habe ich gleich Werbung gemacht. Mhm. Und ja, freilich, wenn ich da Mütter treffe mit Mädels oder einfach Mädels und die werden immer angesprochen und versucht, zur Eintracht zu locken. Mhm. Das ist selbstverständlich. Luna, wie machst du das? Ja, mir geht es fast wieder Rosi. Ich bin viel unterwegs und dann sieht man auch die ein oder andere vielleicht am Badesee und spricht die einfach mal an. Ja, so zum Beispiel läuft es bei mir. Ich bin da auch überhaupt nicht scheu. Und wenn sie dann Lust haben, dann schauen sie sich ein Training an und kommen dann zum Probetraining und meistens bleiben sie auch. Dann sind wir bei Sophie angekommen. Was ist dein Schlüssel dazu, andere Mädels zum Fußball zu bringen? Also wir versuchen es natürlich auch ein bisschen über Social Media oder die Website Aufmerksamkeit zu erlangen. Mhm. Aber so ganz persönlich, wenn man auch eben mit Mädels spricht, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man vielleicht auch mal eine Gruppe von Mädels dazu bewegt zu kommen, weil alleine ist es da immer eher schwieriger, beziehungsweise wenn die Freundin anfängt, dann haben vielleicht die 3, 4 anderen Freundinnen auch mehr Lust. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, einfach so den Spaß in den Vordergrund zu stellen und ja, auch wieder ein bisschen so die Scheu, dass sie die Scheu verlieren und nicht irgendwie, ja, weil früher war es eher so, dass es ganz cool war, Fußball zu spielen, weil es eben alle gemacht haben. Heute schluckt vielleicht die ein oder andere, deswegen da vielleicht so ein bisschen die Angst abzubauen und eine ganze Gruppe von Mädels mal dazu bewegen, zum Training zu kommen. Und wie eben auch gesagt, die meisten, die ins Training kommen, die kommen dann auch gerne wieder. Ich wünsche euch bei euren Bemühungen ganz viel Glück, generell auch viel Erfolg in euren Vereinen. Wenn es wieder weitergeht mit dem Klassenerhalt, Sophie, und vielleicht, Luna, schafft ihr irgendwie den Schritt noch an die Tabellenspitze. Ich habe jetzt die Abstände nicht genau im Kopf. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart beim Gespräch auf meinem YouTube-Kanal. Und wie heißt es in Corona-Zeiten so schön? Das finde ich schön an diesen Zeiten. Bleibt gesund. Das ist irgendwie das Wichtigste. Und wir sehen uns alle wieder. Sophie, dich sehe ich beim Club wieder.
Rosi im Therapielauf, du hast es angesprochen. Und gut, Luna und Arthur kriegen wir auch irgendwie hin. Wir treffen uns definitiv wieder. Ja, du brauchst bloß mit der Eintracht zu kommen. Ja, alles klar. Herzlich willkommen beim FC Eintracht Bayreuth. Das glaube ich euch gerne und ich hoffe, so viel wie möglich kommen deiner Bitte nach. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Gespräch. Ciao. Danke. Tschüss.